Da hast du schon mal ein Quäzchen annehmen können. Alter, wie riesig dieser Nachtelf ist. Fordert sieben Lehrlinge heraus. Oh ja, Schüler verkloppen! Immer so frei. Finde ich gut. Heilst du mich auf? Ja. Finde ich nice. Aber gerade so! Alles funktioniert. Easy, easy. Patril. Wir dürfen sie töten, sei froh. Boah, ich hab auch ewig gebraucht, um mich in diesen Festungen hier zurechtzufinden. Ja, das ist nicht so ganz einfach. Wenn man es mal weiß, ist es easy, weil so dieser eine Weg quasi ist. Ja. Aber weh, du kennst dich da drin nicht aus. Aber das war auch immer hier im... Hier von Befreiung von Dornhold oder was das ist. Ne? Wo Thrall unten im Keller ist. Also bis man da mal gecheckt hat, wo man mit der Quest hin muss, wo Thrall überhaupt ist, sind wir mal oben rumgerannt, unten rumgerannt, bis wir gecheckt haben, dass der im Keller ist. Verlaufen. Verlaufen. Nein, du bist nur so schnell. Bitte. Aber warte mal. Ich will mir gerade die Rüstung hier angucken. Die sieht nämlich. Ich will mir. Was willst du denn? Steht der Tossi in einer coolen Rüstung. Die will ich mir angucken. Zoom ran, mach die Kamera. In dem Moment läuft sie los. In die andere Richtung. Bist du jetzt mal stehen, Tossi? Hallo? Dankeschön. Hat er irgendwie was? Und das pisst schon wieder. Klar. Ah. Ach, jetzt dürfen wir auch zu. Nee, halt, stopp, erst die Spinne töten in der Mine. Erstmal den Aschbringer hier angucken. Der hat die Sonne hinter seinem Rücken. Aus der Mine. Hä? Die Statue verstehe ich irgendwie nicht. Ich glaube, das soll so eine Art Fahnen oder so. Da ist schön so ein Banner. Ja, weil der hat ja einen riesen Stab in der Hand. Da hängt das Ding dran. Aber das Ding ist auch unten an seinem Rockzipfel fest. Was weiß ich. Aber seht ihr das? Halt, stopp! Jetzt redet die Statue. Keine Ahnung. Verwirrend. Ich frage mich immer, wie so Riesenspinnen in die Mine reinkommen, weil meistens passen die gar nicht durch den Eingang. Klar, stehen die Gnome, die wollen tauchen. Ja. So einer Spinne habt ihr Angst? Ja. Gut, in der Wohnung möchte ich die jetzt auch nicht zwingend haben. Ja. So, jetzt können wir weiterarbeiten. An die Arbeit! Ihr faulen Säcke! Ihr Peitschengeräusch einfügen. Was? Auspeitschen? Habe ich das in Auspeitschen gehört? Nein, nicht so ganz. Ja, mehr oder weniger schon. Ich weiß, ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast. Ich habe gesagt, hier Peitschengeräusch einfügen. Ach, hier Ah. Ich habe gerade verstanden, hier peitschen wir gleich einen Typ. Ich meine, es gibt ja genug Quests von wegen. Geh ich wieder in die Arbeit, fauler Peon. Da muss man Füße waschen. Als Gamer gehe ich doch nicht duschen oder baden, hallo? 24-7 am PC sitzen. Ja. Mit einem Schlauch zwischen den Beinen, damit ich ja nicht zwischendurch aufs Klo muss. Ja, ja. Und Kühlschrank hier neben dem Computer haben. Guten Tag, ja, wie gehen wir gerade? Ich möchte fliegen, weit ja, fliegen. Würde alles um einiges vereinfachen. Ja, auch wenn es sehr lahmarschig am Anfang ist.
Nein, besser wie nix. Wir reden über das Fliegen oder Fliegen von Schatten, wenn wir lang. Das Schönste ist ja eh, weißt du, bis endlich Level 20 denkst du, oh geil, endlich reiten und 10 Level später hast du schon keinen Bock mehr aufs Reiten. Dann willst du direkt fliegen, ja, ja. Das ist so, das 10 Level lang du das Reiten noch gut finden, aber dann ist es vorbei. Ja. Bildnerklinge der Stärke. Einhand. Na, ich will nur die fetten Waffen. Ich weiß gerade auch nicht, ob das wo. Der Schrei der Knolle war oder mein Schrei? Es klang irgendwie mädchenhaft. Warum haben wir eigentlich nicht viel mehr Blut-Nacht-Elfen so eine Frisur? Die sieht irgendwie cool aus. Könnte das Versteck der Knolle. Diese jetzt kommen wir doch letztendlich wieder so ein bisschen vom Weg her zurück. Oh Mann, ist der Blut-Elf Nacht-Elf riesig. Ah. Man muss seiner Sache ja treu bleiben. Naja, solange das kein durchgehender Running Gag wird. Nein, nur solange wir diesen Truppen da begegnen. Ich wollte betreten sagen, das war aber irgendwie falsch. Versteck der Knolle erkunden. Ich habe mal versteckte Knolle erkundet gelesen. Ja, ja. Formzahn getötet. Hallo. Und nu? Ich glaube, ich warte, bis er respawnt. Na, da bin ja, da war sie, da. Ja, nein. Oh, ich bin ein Jäger. Das ist schon besser. Ich bin ein Jäger. Komm schon, WoW, lass das Vieh wieder spawnen. Vielen Dank, das kam ja wie auf Kommando. Boah, ist die Katze gestanden, das funktioniert der Spaß nicht. Dezent. Da. Wartet, was ist das? Hey! Komm wieder zurück. Bah. Nam, 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 nam. Du. Oh, guck mal, was ist dieser Nachthalb so riesig? Ich weiß nicht mal, wie ich das am Anfang genau gesagt habe. Mein Gehirn ist da nicht aufmerksam genug. Der Satz klang irgendwie auch komisch. Oh, guck nur, wie einsam dieser. Ach nee, das sind doch noch mehr. Gucken, wie riesig dieser Nachthelfer ist. Ich warte nur darauf, dass du sagst und dir dann erst auffällt, dass in der Patrouille gar keiner drin ist. Ja, deswegen. Da war gerade einer nur allein und ich dachte so, hä? Kommandant, warum ist der alleine? Wollte das sagen und dann ist der Rest gespawnt. Hör auf mit einem guten Tag. Was? Achso. Die Wache immer da. Oh, guck nur, wie riesig dieser Nachtelf ist. Kann ich leider nicht mit Moonfire beschießen. Ah, hier so ein Hippogreif will ich haben. Boah. Den Bad cool. Pferd. Willkommen. Wäscht mit ihr, ja, ich klick das an und dann ist es mir egal. Ey, ich passe hier schon wieder nicht durch. Hochkläriger Alfus. Rhabarber. Das nenne ich mal einen Hochkläriger. Willkommen. Ja. Total epischer Name, hochkläriger Alphusengnom. Und ist eher so kleinkläriger Omega-Nuss.
Vergiss es. Die Witze werden nicht besser. Das ist vorbei. Oh, guck mal, wie riesig dieser Nachtelf ist. Was kann ich für euch tun? Ja, ja, habt ihr was bemerkt? Junge, zopf auf den jungen Gnomen. Ach so, ich brauche gar nicht aufmounten. Der ist ja schon ums Eck. Sonnensteintrache. Seid gegrüßt. Das liegt ich habe Kunden. Magier Bisp. Bips gelesen. Ja. Ach. Wie dramatische Musik. Rücken zu können ist toll. Wenn man sich nicht im Kampf verdrückt. Ich hab da aber auch bei meinem Druiden. Der hat coole Klamotten an. Haben sie von dem Banner die ruinieren, das Outfit. Ja, ich bin gleich auch oben irgendwann. Hallo, ist schön geprügelt. Wartet, chill mal. Ja. Ach, das ist das Set, ja. Das ist cool. Yay! Ja, wenn du erstmal. Reit leer. Das ist kein Problem. Oh, sieh nur, wie riesig diese Nachtelf ist. Den zu finden ist kein Problem. Ich kann mich zum Mondlichtung teleportieren und von da nach Danasus. Bist kacke. Du bist kacke. Du bist super kacke. Halt, falsche Richtung. Vielleicht bist du sogar Druidenkacke. Druidenbärkacke. Ich weiß es nicht, aber du bist jedenfalls kacke. Cheater. Das Licht und alles oh, halt. Möglichkeit. Schild. Oh, Willenskraft. Eine Laterne. Oh. Geh mit meiner Laterne. Aber die nicht mit dir. Ja. Und die nur bis zum nächsten Händler. Na, ich habe mir den Schild geholt, der gibt mehr Kohle. Toll, weißt du, was das Beste ist? Unser Ruhestein ist im Zugwindlager. Hm? Das ist da ganz unten, ich weiß. Ja, da, genau der einzige Ort, in dem wir sind, wo wir keine Quests haben. Ja, weil in Andorhal selbst gibt es nämlich keinen Flugpunkt. Aber wir können nicht zur Stätte daher fliegen, da war was, oder? Ja, da kann man hinfliegen. Wo fliegen wir? Schönen guten Tag. Hui! Da ist es unübergreifend. Ja, will ich haben. Müsste mal gucken, wo wir die nochmal herbekommen. Gibt's die überhaupt? Meine ja. Ich meine nicht. Kriegst du nur bei Quests. Agentum Hippogreif. Ach der. Oh, Nordend, Eiskrone. Ja, Agentum Turnier. Ruft ja. Abzeichen davon. Ja. Der Hippogreif des Silberbunds ist auch cool. Und der Kriegshippogreif. 3000 Gold bei der Expedition Ehrfürchtig. Das ist ja nicht viel. Aber dafür müssen wir Ruf haben, da hab ich keinen Fetz für. Barack, grüner Hippogreif! Ja, ja. Tja. Hey, Schultern. Hallo. Hohle Schultern. Ja, du mit deinen einseitigen Dingern. Ja, ich finde die cool. Krieg eine Halskette. Das nenne ich mal eine Wutz. Das ist mal eine Wutz. Ja, auf dem Tauchen halt, ne? Was führt euch hier? In die Wälder. Hier, die östliche Pestländer. Ach! So, hier, genau, hier, die Tussi mit ihrer Karawane. Genau, da. Fiona heißt sie. Ja. Morgen, Tussi. Die kenne ich. Ich bin so begeistert. Erst nach Andorhal? Nö, ich würde jetzt erst hier das machen. Weil die müssen wir eh wieder hier abgeben. Dann von da nach Andorhal. Ja, okay. Du kennst ja die Quest. Nein. Hier habe ich nie gequestet. Also nur zum Teil. Hier habe ich nie gequestet. Ja, die heißt Fiona, die Karawanenfrau. Ja, weil ich die östlichen Pestländer dreimal durchgequestet habe, weil die cool sind. Weil das ist ja dann in den östlichen Pestländern schon. Ja. Du
So, ich versuch's jetzt nochmal mit der Musik. Vielleicht habe ich jetzt ja Glück. Warum ist das? Nein! Komm direkt wieder auf! Esselord Rachseele. Ja gut. Das ist zu weit. Egal, er ist gleich tot. Das, Mann! Gut. Ach, drücke ich Tab, um das Viech da anzuvisieren. Dann nimmt er das Viech hinten dran. Natürlich. Ach, bin ich jetzt der Heiler. Das heißt, also ich will hier noch was. Ja, da in das Haus rein. In die Wälder machen wir dann, wenn wir hier durch sind, ne? Ja. Gut. Ja, dann quasi nächstes Gebiet. Ich pass schon wieder nicht durch die verschlossene Tür. Ui. Mach doch einen Ton. Ich bin an der Tür hängen geblieben. Ich war mit der Tür beschäftigt. Heb ich auf. Ja, gleich. Hab mich geärgert, dass ich in der Tür hängen geblieben bin und hab die zwei Viecher hinter mir ignoriert. Plus auch das dritte aus dem Haus gepult. Irgendwie. Das hab ich gemerkt. Oh nein, wie denn das? Keine Ahnung. Ja. Ja, das dauert halt ein bisschen. Du musst eigentlich wissen, wie lange das dauert. Zu lange. Ja, ich warte ja nie auf ein Retz. Ich gebe ja immer nur Retz und das. Da drücke ich dann drauf und gehe erstmal eine halbe Stunde AFK, bis es soweit ist. Merkst du was? Verblasstes, mit Fingerfarben gemaltes Bild. Wo liegt denn das? Ach, hier. Da will ich hier von dem Ding runterspringen, von diesem Vorsprung da. Und ich spring voll gegen den Balken. Irgendwie einfach nicht drauf heute. Irgendwie nicht. Genau, hau den Druiden. Der hat's verdient. Er kann sich hier heilen. Auch heilen. Du musst nur erst die Hilfe lernen. Es geht Gott sei Dank im Kampf ja so gut, wenn man hier nicht gehauen wird. Ich weiß. Wie dürr die Beine von diesem Viech sind, ey. Ja. Meinst du auch einen Luftschuss, die knicken zusammen? So abgebrochen. Ja, ich meine, so Kraniche haben halt dünne Beine, das ist echt. Aber nur. Ich frag mich dann, wie das Viech so Tauchen trägt oder sowas. Ja, das ist so manche Monster mir noch ein Rätsel in WoW. Knicken ja auch wie Streichhölzer. Ich sehe das schon kommen, wird beschworen, das Vieh steht da und zieht die Tauchen auf sich zu kommen. Und dann siehst du so richtig sagen, so. Und rennt weg. Schönen Tag. Stufe 40 und ich finde mein Amulett nicht, da ist es. Gibt es Reiten, yay. Und Hügel der Klingenhauer, yay. Und Platt. Oh! Ich kann Platte tragen. Yay, jetzt habe ich endlich ein cooles Set an. Was mal kein Set ist, aber so aussieht. Thank you, Gee. Hey, der gibt mal der Wildnis. Wow, immerhin. Doch gerade, es klang so, als hätte ich auf den Stuhl neben dir gehauen. Nee. Also gehen wir jetzt erstmal darüber, die Quest zu machen. Genau. Nach Andorhal. Genau. Andorhal machen wir danach, wenn wir hier in dem Eck fertig sind. Würde ich sagen. Und dann kommen wir da an, 10.000 Folge Quests. Nein! Würde mich nicht mal wundern. Ja, ich hoffe es nicht.